Aufatmen bei Geschäftsleuten in Berlin. Auch in der Hauptstadt dürfen Läden jetzt wieder öffnen, nachdem die Beschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie teilweise gelockert wurden. Bei den Inhabern dieses Spielzeugladens herrscht Euphorie. Wir freuen uns. Wir sind ein bisschen aufgeregt. Es ist wie eine Neueröffnung. Vorsicht ist aber auch jetzt noch geboten. Also für uns ist klar, dass wir begrenzt Menschen nur reinlassen. Da haben wir dann so kleine Körbe. Wenn die alle sind, kann keiner weiter rein. Und ansonsten müssen wir einfach auch diesen Abstand halten, uns oft die Hände waschen, die Kunden vielleicht auch bitten, eine Maske zu tragen. Es ist im Einzelhandel ja nicht Pflicht, es ist in Berlin nur im öffentlichen Nahverkehr Pflicht. Andernorts in Deutschland hatten die ersten Läden schon ab Montag wieder geöffnet, nach wochenlangem Stillstand. Erlaubt ist dies vorerst Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern. Die Läden müssen bestimmte Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zum Vermeiden von Warteschlangen beachten.